Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wie man sieht, bin ich nicht im Taunus. Taunus hat keine Anbindung zum Mittelmeer. Ja, und ich bin nämlich in Kroatien, genauer gesagt in Novigrad. Und wie es hier aussieht, das seht ihr nach dem Intro. Ich musste jetzt vom Meer ab, sagen wir, ist kein Weg mehr dran, lang entlang gelaufen. Deswegen bin ich jetzt irgendwo im Land. Ich bin losgelaufen in Dalia. Dalia ist der Ort, wo ich meine Unterkunft habe. Und laufe jetzt nach Novigrad. Gucken, wie weit ich komme. Ich will am liebsten am Strand entlang laufen, je nachdem, wie sehr der befestigt ist. Natürlich muss ich hier so an Mülltonnen auch vorbei, wenn ich durch die Stadt laufe. Aber da hinten sehe ich das Meer. Sieht man es? Ja. Und da will ich jetzt wieder hin, damit ich irgendeine Strandpassage entlang laufen kann. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin in meinem Sommerurlaub hier. Ist ja klar, ich fahre nicht extra wegen Sportvlog nach Kroatien. Obwohl, wäre auch eine Idee. Ich habe einen Weg gefunden. Ich muss nicht mehr an den Mülltonnen vorbei, sondern ich laufe jetzt am Strand entlang. Das ist eine kleine Straße. Und die ziehe ich jetzt durch bis Novigrad. Mal gucken, ob es nicht zu lang ist. Mal schauen. Jetzt laufe ich direkt am Wasser entlang. Es ist, die Gegend hier ist ganz okay, ist nett, aber alles betoniert. Betonierter Strand. Natürlich nicht das, was man will im Urlaub, aber fürs Laufen ist super. Jetzt gucke ich mal, wie ich hier weiterkomme. Hier sieht es nicht so aus, als wenn ich weiterlaufen könnte. Deswegen mache ich einen kleinen Turn und laufe hoch den Weg, um dann weiter nach Novigrad kommen zu können. Ist aber eine schöne Route. Zum Laufen okay, zum Baden, naja. Ich bin jetzt schon eine Dreiviertelstunde unterwegs. Das Meer ist hier hinter diesem Schilf. Ich sehe es immer mal durchblitzen. Ein schöner Weg, wirklich schön angelegt. Muss man sagen, gut zu laufen. Viel besser als diese Betonplatten. Ich bin jetzt kurz vor Novigrad. Hier ist der Hafen gelegen. Schön durchs Hafengebiet gelaufen jetzt. Und die ganzen tollen Yachten und Schiffe hier. Schöne Bootchen sind hier. Auch wieder nette Gegend. Ich bin jetzt in Novigrad. Da oben ist der Kirchturm von Novigrad, würde ich sagen. Sieht man den? Wo ist er? Keine Ahnung, da hinten irgendwo. Ja. Und bin hier an der Festmauer, an der Stadtmauer, was auch immer. Ich bin jetzt eine Stunde hergelaufen. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil jetzt kann ich genau eine Stunde wieder zurücklaufen. Ich will mal kurz hier die Treppen hoch, um zu sehen, was da oben ist. Und dann habe ich meine 2 Stunden Jogging voll gemacht. Das war auch leise der Plan. Aber, ach guck mal hier genau. Hier ist so eine kleine Kirche. Das ist hier wohl der Mittelpunkt von Novigrad, genau. Und jetzt laufe ich eine Stunde wieder zurück, dann habe ich 2 Stunden lang mein Jogging gemacht. Eigentlich ganz coole Wege gewesen bisher. Schön am Meer entlang, teilweise nicht, aber nur ganz kurz. Und dann konnte ich wieder schön an der Küste entlang. Das mache ich jetzt wieder zurück, 1 Stunde. Bis gleich. Ich bin jetzt so etwa 90 Minuten unterwegs auf dem Rückweg nach Daila. Und wenn ich da bin, springe ich erstmal ins Wasser. 2 Stunden am Strand entlang ist schon eine harte Nummer, weil man ja größtenteils in der Sonne läuft. Deswegen bin ich jetzt langsam am Ende. Es reicht aber. Reicht. 2 Stunden sind genug. Bis gleich, wenn ich an meinem kleinen, beschaulichen Strandabschnitt in Deila angekommen bin. Weil
in Novi Grad waren schon recht viele Touris. Nach 2 Stunden bin ich jetzt angekommen an meinem kleinen Strandabschnitt. Hier ein paar Meter weiter habe ich meine Unterkunft. Und das ist natürlich hier eine ganz andere Nummer als in Novi Grad. Da sind total viele Touristen. Hier ist kaum jemand. Und das ist das, was ich mag. Nicht überlaufene Strände und echt sauberes Wasser. Und man hat einfach ein bisschen Zeit für sich. Das war der Sportblock für heute. Ich freue mich auf den nächsten. Dann wieder sicherlich aus Kroatien. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.